Herzlich willkommen zur neuen Folge Assembly's Geek. Wir fahren jetzt hier ein bisschen Ressourcen rausgucken aus der Erde, in die Tiefe. Und nun fahre ich zurück. Ich hoffe nebenbei, dass jetzt um 12 Uhr ein Päckchen kommt, ne, also Luft. Mal schauen, wo es abfällt, runterfällt. Und dann werden wir sehen, dass wir da entsprechend. Mir ist warm, ja. Geier, wir müssen schnell beeilen. Wir müssen eigentlich im Norden, ne? Auf der Fall Westen, nächste Straße rechts. Hund. Ja, da sind wir schon da. Wir sind gar nicht da, wir haben. Ja, wir fahren mal zurück. Am Norden. Wir halten noch nicht an hier. Hoffen wir, dass das Benzin weit kommt. Gleich. Wir sind noch bei mir. Aber der Rest ist irgendwie, ne? Wir können jetzt also nächsten, naja, Tagen, wenn zu sagen, wir haben jetzt ausgesucht, ne? Da kann man noch kräftig meine Mine umherbuddeln. Da muss ich mal suchen. Muss ich mal schauen. Da ist eine reingekommen, da oben. Könnte sein, über der Zucker von oben wahrscheinlich mal, irgendwo. Was sich dann, da will ich einfach zumachen mit, Straßenpflasterteilen hier, die Blocks da hier. Mehr übereinander, wird das schon mal ein cooles ergeben. Ach, der hat auch Besuch in der Mine, der Feuerzombie. Das kann wieder funktionieren, dass die überhaupt noch brennen, ne? So, im Norden ist da nach Hause gekommen. Angenehm Klima. Ah, hier können wir schon vorbeigefahren. Kühlbox. Ja, Level heißt aufleveln, aufleveln. Fleißig was tun. Weiterhin unser Lied ausbauen. Wir müssen ein bisschen über der Straße noch was verändern. Dass wir da Blöcke setzen können. Da ist Straße, ist aber Stein. Das heißt, da muss ich mit dem Erdbohrer arbeiten. Da hat keinen Sinn, wenn ich da jetzt mit der Picke arbeite. Das dauert schon lange. Da muss ich nur sehen, dass ich die Dinger entfernt bekomme. Aber ich muss jetzt vorher erst die Blöcke betonieren. Und dass ich mir bei der ersten Gelegenheit dann wieder kaputt gehen. Die halten nicht viel aus. Ansonsten müsste ich das vorher entfernen. Aber mir ist lieber, ich würde das vorher betonieren, da kann man nicht draufstellen und dann an der Ecke nämlich genau die Tafeln Asphalt oder hier den Schotter hier entfernen. Ne? Nein! Tanken muss ich. Nehmen. Gepäck. Ding. Na, das machen wir doch nicht. Warum kann ich das nicht? Kein Benzin bei mir. Tatsächlich. Der war doch aufgebraucht. Da wird Glück gehabt. Gut, dann müssen wir nach Hause laufen, ne? Aber das Hummel, wir sind nicht weit weg, das ist ein Glück. Benzin habe ich ja da. Das ist ein Ding. Aber Glück gehabt, dass ich da nicht unterwegs stehen geblieben bin. Sonst hätte ich da. Was muss man hier mitnehmen? Das wäre wichtig, dass man verkaufen kann. Wir hier lassen. Servicewaren kann man mitnehmen. Fleisch. Papier. Ja. Hier Ölschiefer. Reichlich. Und Bruchsand. Bruchsand nur eine Wüste. So. Ansonsten
erstmal gleich. So, weil die Gepäck leichter sind. Und dann gehen wir hoch. Knochen. Gleich mitnehmen. Und mal Maismehl. Die Dinge wollte ich da reinmachen in den Keller. Beton. Machen wir gleich Beton fertig. Cement. Brauchen wir so gleich mischen. Lassen wir hier, dann da. Wasser mitnehmen. Gäste? Keine, gut. Wo keine Lokopf zur Zeit, keine Klingel angebaut. Dann wollte ich gleich den anderen hinterherfahren, den Flieger, aber so. Müssen wir erstmal auspacken. Auspacken und verspeisen. Und Benzin holen vor allen Dingen. Und Benzin herstellen. Also wir haben 1000. Können wir mal mit aus und dann schauen wir gleich, was wir hier herstellen können. 6000 haben wir, das ist gut. Also geht nicht rein, also geht so nicht. Papier. 8000. Ich habe hier normalerweise 10 Stück, 80 Minuten. Das heißt, wir brauchen Holz für 80. 10, 20, 90. Das ist gut, das reicht. Und einschalten. 8. Mischen. Dann gleich raus erzeugen. So, jetzt kann er hier dann 18 Minuten arbeiten. Der brennt nur für 34. Achso, für 90. Gut. Mische, Zement. Hochsand. Steine habe ich auch. Dann fehlt noch Zement. Dann haben wir hier mal Zement. Dann haben wir immer Beton. In Arbeit. Aber ist doch was, ne? 1200 und 600. Das macht zusammen rund. Ja, locker 3000. Dann können wir raus gleich betonieren und dann auch noch brauchen. Das werden wir gleich weglegen. Kiste bauen dafür. Normalerweise ja. Die gehen wir hier rein. Rohstoffe. Entschuldigung. Stein. Messing werden wir einschmelzen. Werden wir hier gleich. Sand nehmen wir mit zu. Jungschieber. Werden wir hier reinlegen. Das ist Juckerfrucht. Das kommt ins Gepäck für. Knochen, also ein Kleber. Da brauchen wir Wasser dazu. Maismehl, das kommt in eine andere Kiste rein. Leder. Ich muss mal ein bisschen System reinkriegen. Das ist halt mächtig durcheinander. Also das Ding brauchen wir nicht. Bohrer haben wir. Dann brauchen wir Benzin, haben wir schon mal. So. Machen wir gleich mal braten. Wie hungrig, ne? Nehmen wir Kohldampf. Na, haben wir kein Holz. Wir haben Holz, haben wir hier. Wenn ich bei Gelegenheit wieder was machen, ist ja jetzt kein Problem mehr, ne? Wir machen jetzt hier ganzes Fleisch. 10 Stück können wir machen. Haben wir 10 Minuten ungefähr. So, Maximum. So, dann kommt hier unsere Lebensmittelbox, wo wir auch die Yoga-Frucht, Maismehl hier zurück. Schauen wir den Raum gleich, Kürbissamen
Also, wo wir Gelegenheit wieder anpflanzen werden. Verfaulte kommt hier nicht rein. Ach, Holzbogen, ja. Das braucht man, ne? Hier hat man nicht. So, Holzbogen. Oben rein. Habe ich Hammer? Habe ich. Gut. Jagdgewehr kann oben bleiben. Das brauchen wir zum Bauen. Brauchen wir auch. Fernmittel. Da kommt eine Lesebox rein. Papier. Papier. Schrotflinten draußen. Also gut, haben wir nicht. Problem haben wir nicht. Zwei Munition. Nicht hier für die Pflanze. Kann man sehr steuern, wie ziemlich ist. So. Haben wir Blei, Messing? Ja. Hauen wir hier rein, ne? Ist egal. Die habe ich ja leider nicht. Aber Munition nur haben. Spätestens zur nächsten Tag 49, glaube ich. Kommen die wieder. So. Gut, dann werden wir gleich Muppe holen, ne? Und ein bisschen mehr was hinnehmen. Das reicht ja nie aus. Achso, er macht ja 10er Pakete. Achso, okay. Dann haben wir 10.000 Liter Benzin. Da kommen wir weiter aus. Und essen wir gleich. Brauchen ein bisschen was. Nämlich was. Mittlerweile sind durch hohe Leveln entsprechend auch mehr Polster und Reserve. Das heißt, Charakter. Also hier Nahrung können wir mehr zu uns nehmen und wir haben im Prinzip mehr Puffer nach hinten, Reserve. Zombie Kills, 1248 Kilometer gereist. Ja, schon weit. Jupp. 48.000, naja gut. Schön. Aha, du wirst erwärmt. Nicht schlecht. So, gut, ich wollte die Benzin holen und den Muffel. Gäste. Manchmal kommen die so unverhofft, ne? Hier wollen wir fast zu den Ländern nach außen gehen. Und hier wollte ich eigentlich mit dem schon nach außen gehen komplett und entsprechend so drücken, also Pfeiler Krambereich abdecken mit der. Aber gut, später, das ist wichtig. Wir müssen mal sehen, dass Muppet Gold kriegen, das vor der Aussie ist. Und leer machen vor allen Dingen. Das ist gut, mit Fernglas. Finde ich super. Ja, kein Wunder, wenn ich auftanken. Ich dachte noch, ich habe noch Benzin dabei. Aber der letzte für den Bohrer genommen. So, dann werden wir ganz kurz hier fackeln und puddeln. Das heißt, hier müssen wir uns einen Zugang schaffen. Beziehungsweise wir springen einfach rein. Ach, die waren schon bei. Ja, hier wollte ich im Prinzip jetzt aufwerten, Beton. Dass wir oben im Prinzip den Straßenbelag wegnehmen können. Dazu müssen wir mal ganz kurz hier diesen Fee verbrauchen. Gewinn. Also
Runde wäre besser gewesen, ich hätte unten die anderen Steine genommen und oben Beton. Muss ich da. Jedenfalls, ich kann es auch noch machen. Mal testen, wie es funktioniert. Ob das auch aushält. Geh mal aus, ne? Dann ist es besser, ich mache einen Umbeton. Als wenn wir jetzt hier alles jetzt vergeuden, ne? Denn die können hier was aushalten, ne? Zur Not aus Ziegel aufwerten, das ist kein Problem. Und Mauerziegel trägt auch Beton. Na, nicht dahinter. Also fast mit einem Schlag 100 Punkte weg. Finde ich schlecht. Gefällt mir. So. So, Erdbohrer ran. Das Deck. Ich glaube, 1500. Das ist ja schon ein bisschen lästig, ne? Mit dem Hammer. Was kriegen wir dafür? Nein. Wie neuer Beton. Und dann können wir hier nachher später auch so eine Eisendinge auflegen oder. Nein, wir wollen ja noch eine Mauer höher nehmen. Die Mauer kommt höher. Über, also ein Feld über den Eisen. So dass ich noch schießen kann. Dass wir im Sichtbereich bleiben. Und ein bisschen aufpassen und nicht verletzen. Ne? Ich habe dann so ein Profi dabei. Können wir gleich hier einen aufwerten. Ein Stein und nächste Reihe mal Beton. Also wenn die Zombies kommen, dass sie nicht gleich durchbrechen. Ne? Ja, und deswegen war Benzin, weil der so viel schluckt. Die Wuppe war nicht mal so sehr. Aber weiß auch, wenn man das aufwerten in die Muppets brauchen Benzin und um noch hier fahren will, aufzuwarten. Wenn du jetzt alle Autos wegmachst, dann hast du irgendwann keine Autos mehr zu mieten. Nachteil. Ne? Gut, bisher habe ich auch einen Messing gebraucht, ne? Also hoffe ja bald, dass ich eine Simulation erstellen kann, ne? Dass ich das gut finde. Bücher dafür. Also, mal schauen, wo ich ein Ding finde. Beim Händler mal sehen. Wäre eine Option. Siehst du. Achso, hier war noch nicht gemacht. Hab ich weggenommen, da ich den Rand machen konnte. So, schnell ist die Mauer fertig, ne? In eine Höhe von unten? Ne. Man
kann sogar seine eigene Welt kreieren, ne? Also das finde ich super. Mal sehen, ob man das dazu hat. Ich wollte hier hoch jetzt, aber. Das wollte ich so machen, ne? Also, zack. Schon werden sie aufgehalten. Wenn mal das Eisen durch ist. Ne? Können wir auch leicht herstellen, ne, mit Pflastersteine und ruckzuck hast du die Dinger fertig, ne? Da war noch kein Besuch dabei, wundert mich aber schon gewaltig. Warum sind die meisten beim Leeren? Okay, mit Picke wäre das ein bisschen, ne, mühsam, ne? Dann geht auch die Ausdauer runter. Dann setzt man einen Bohrhammer an. Ruckzuck ist das Ding erledigt. Aber Benzin braucht er nicht viel und deswegen ist das Benzin durchschieben schon nicht schlecht. Das finde ich gut. Leider ist das eine Wüste, ne? Da ist so heiß. Deswegen ist ein Moped so wichtig, dass man entsprechend mobil ist. Dann will ich mal ein Auto bauen. Das wäre noch besser. So, wir sind auch schon fertig. Jetzt sind wir gleich hier vorne. Wieder aufnehmen. So, mal wegnehmen gleich. Alles schön zu, ne? Vorne mache ich ja weiter. Erstmal hier vorne die Ecke hier aufwerten. Komm nicht hoch. Hier unten ist der Keller. Besuch gehabt. Was so hält. Auf Holz. Aber hält. So. So, ist schnell gebaut, ne? Und auch wissen, dass die Zeit auch hier verläuft viel schneller. Wie sau hier, also. Tag ist ja nichts, ne? So, das wäre jetzt Anführungszeichen abgesichert erstmal. Und da drüben machen wir es auch so, ringsherum. Dass im Prinzip ein Schutzwall da ist. Das sind wir erst hier rein müssen und dann entsprechend sich immer hocharbeiten müssen. Ne? Also das ist ja auch noch viel Arbeit für die Zombies, ne? Dann lass die mal buddeln, ne? Weil die rahmen sich rein, so ist das nicht, ne? So. Ich wollte noch mal schauen nach dem. Genau. Kurz rein, was der Flieger abgeworfen hat. Da wollt ihr gucken. Dann nehmt euch doch mit. Oh ja. Tut mir leid.
Hat er meine Frau genommen? Kann sein. Normalerweise nicht. Und zur ersten. Und dann haben wir, gucken wir mal, was die Futtern haben. Vielleicht noch nicht gerade. Will ich mir aber rausnehmen. Zement will ich rausnehmen und die Eisendinger. Innen drin muss ich auch noch was machen, ein bisschen. Am besten eine Leiter oder eine. Ja. Weiß mal was. Und werten das mal auf. Mit der Aufdauer und mit Leben, ne? Wir haben uns am eigenen Dinger verletzt. So, dann nehmen wir den Tee. Ruheheilung. Also. So, Gepäck. Gut, ne? Der arbeitet noch fleißig. Das heißt, die Steine von der Straße weg. Den Lehm reinräumen. Die Fasern. Beton. Eisenblocks. Messerschaufel brauche ich alles. Gottes Fleisch. Nehmen wir auch noch mit. Und Benzin brauchen wir nicht so viel. 1000 Reserve fürs Auto reicht. Fürs Auto sei schon. Fürs Moped. Und dann schauen wir mal. Eigentlich kann ich jetzt den Bohrer hier lassen, weil falls ich mal sterben sollte und ich ja, gut Deutsch, finde mein Gepäck nicht, dann habe ich ein Problem. Hab nur einen. Und es gibt nicht viele, also habe bisher nur einen gefunden. Also das ist schon, ja, der Hammer. Da hinten ist das Ding, das Zeichen ist da. Machen wir die Tür zu. Wir mal bei Gelingen reparieren. Schauen wir mal, ob wir noch drin haben an Gepäck, an Zeug. Haben wir nicht geschaut. Drücken, Junge, drücken. So. Moped ist ja fast leer, aber nur fast. Das heißt, Besuch. Wir haben ein Gespenster. So, jemand die Box nehmen hier, was wir jetzt verkaufen wollen, können wir gleich hier unten lassen. Auch nicht hochleppen. Der Kurs verkaufen. Das Ding. 14 immerhin, ne? Weg damit, brauche ich nicht. Ballonmütze. Mod. Eisenhelm. Habe ich schon. Speer macht 6. Na ja, gut. Lederpanzer 15. So. Bretter. Holzbogen. 23. Mal sehen. Lederhandschuhe. Lederbeinschienen. Gewehr brauche ich nur eins. Was bringt das so schön? Oh, das nehmen wir hier, lassen wir mit. Pistole haben wir schon. Das bringt nicht schlecht, also gut Geld. So, da können wir mal sehen, ne? Vor allen Dingen, ich möchte mal Bücher kaufen. So, jetzt fahren wir mal los und gucken mal, wo das Ding geht. Die Richtung. Das kann ich nicht vergeben. Aha, gut, da fahren wir einen Straßenwagen und dann rechts. Quer von allen fahren wir nicht. So. Dann holen wir noch ab, das Ding, und dann ist Sendepause. Beziehungsweise wird die nächste Folge immer spannend passiert, ne? Also ansonsten, wenn ich zurückfahre,
auf der Karte Gebiet, das ist dann ein wenig sinnvoll, ne? Also da brauche ich Messing. Das brauche ich noch in großen Massen. Und da sehe ich ein bisschen schwarz. Vielleicht mache ich ja noch ein Haus plündern, ne? Ein paar Türgriffe nehmen und so, ne? Kann man ja auch mitnehmen. Ja, keine Außerlegen. Drauf links. Das lacht mir so an. Und dann können wir mal gleich schauen. Ob da was drin gewesen. Kann nicht viel sein. Schauen wir mal den Klingwander nach rechts gleich. Dann sind wir fast da. Oh ne, mit dem Fahrrad, ne? Schön. Da ist er schon. Motorradlenker. Ich glaube, das sind verkaufen. Können wir gleich lernen, also. Das finden sie ganz gut, weil... So. Da war ein Haus. Also nicht das Haus, was ich vorhin gesagt habe, sondern ein anderes Haus. Straße. Da links rechts. Da können wir noch ein bisschen Munition, das kann ja auch sein, ne? Fette Munition nehmen wir auch. Ich muss kurz überlegen, Baum und Schwein? Nö, wir haben noch vielleicht da, oder? Hat noch ein Schwein. Das nenne ich mal einen sauberen Schuss. Ziel wird leichter. So. Haben die Schatten mal gesehen? Muss ich mal gucken. Mein Plan. So, Messer. Kurz mal schauen. Doch, ja, doch, haben wir schon. Aber von anderen Ende, ne? Macht nichts. Ah, Wildscheinbraten, Leute. Das war's gerettet. Ich weiß noch, wo Zeiten muss, naja. Schlecht auch Samen essen, ne? Gut, wenn wir schon drinnen waren, dann hat's keinen Zweck. Dann wollen wir nicht rein. Dann seid ihr was vergessen. Okay. Ich kann ja mal linke Gebäude nehmen und so. Und da war ich drin gewesen. Da war eine Tischlerei, da war ich drin. Da war die beiden Bären. Und hier. Hier waren die Bären, ne? Zombie-Bären, hat keinen Sinn, da waren wir nicht rein. So, Lieber, das soll es schon gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann mal auf Füßen verkauft. Es geht dann wahrscheinlich gleich weiter. Ich will noch raus. Tschüss.